jetzt die BDKJ-Nachrichten mit Stefan Hofknecht. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu den Nachrichten. Wanderprediger, Wunderheiler, Messias. Jesus von Nazareth hat viele Titel angehängt bekommen und ebenso viel wurde über ihn berichtet. Gerüchte besagen, dass er sich 40 Tage lang in eine Wüste zurückgezogen hatte. Nun ist er aber wieder da und es wurde auch gemeldet, dass er in einigen Synagogen rund um Galiläa gepredigt hatte. Schalten wir nun live zu meiner Kollegin Katharina Hofmann, die in Nazareth vor einer Synagoge steht. Katharina, was hat Jesus in Nazareth verkündet? Ja, hallo Stefan. Jesus hat hier tatsächlich heute in Nazareth gepredigt. Er hat aus dem Buch Jesaja, dem Propheten, vorgelesen. Er hat gesagt, heute wird sich das erfüllen, was ihr eben gehört habt. Die Leute waren begeistert und was er genau gesagt hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Ja, nach solchen großen Worten von Jesus hier natürlich in Nazareth großer Beifall, große Freude. Und da haben wir nachgefragt, warum tut er diese Wunder nicht auch hier in Nazareth? Die einzige Antwort von ihm, Amen, ich sage euch, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Jésus lit un passage du prophète Isaïe et dit, aujourd'hui même, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Écoutons le passage qu'il nous présente. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Après ces paroles, tous étaient enthousiastes et applaudissaient. Mais ils se posèrent des questions. Pourquoi n'accomplit-il pas ces miracles à Nazareth, dans sa propre ville? Mais Jésus, sachant déjà les questions qu'ils se posèrent, leur répondit, « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. » Tak głosił tutaj. Okazało się, że czytał z księgi Izajasza. Po czytaniu ogłosił, dzisiaj się spełniło, co usłyszeliście. Oto wyciąg z księgi, który czytał. Duch Pański jest nade mną. Wybrał mnie, abym głosił ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym obwieścił, że więźniowie odzyskają wolność, niewidomi wzrok, a uciemiężeni doznają uwolnienia od swych gniewicieli, że nadszedł czas szczególnie przychylności Pana. Po tych słowach lud wpadł w zachwyt, powstało jednocześnie pytanie, dlaczego Jezus nie czyni tych cudów w swojej ojczyźnie, w Nazarecie? On jednak nie dał im stawić tego pytania, odpowiadając na nie, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Na żywo, z Nazaretu i z powrotem do studia, Adam Konieczny. Und damit gebe ich zurück ins Studio an Stefan. Vielen Dank, liebe Kada. Gern geschehen. Wir werden die Geschehnisse natürlich im Auge behalten. Und jetzt weiter mit dem Sport.